はい、皆さんこんにちは、レナです。今日はまた両親と一緒に動画を撮りたいと思います。今日の企画はこの2つのバターサンドの種類が持ってきたので意見を聞きたいと思います。私はちなみにこのすごい今話題になってるプレスバターサンドが大好きです。タカがここの、まあ、昔からあるレーズンのバターサンドが大好きです。両親はどっちでしょう？Ich habe euch zwei verschiedene Kekse mitgebracht. Das Konzept ist beides das gleiche. Das sind quasi Butterplätzchen ähnliche Sachen. Dieses hier ist gefüllt mit Rosinen, wie sagt man das? Rumrosinen, Butterzeug. Und dieses hier ist mit Butter und Karamell gefüllt. Lecker. Genau. Also ich liebe das hier. Das ist gerade total modern und beliebt in Japan und es ist ein ganz beliebtes Mitbringsel für Familien und Freunde und sowas. Das kann man in Tokio kaufen. Und dann bringen das immer irgendwelche Leute Takas Eltern mit. Ja. Und sie teilt das immer netterweise mit uns. Ah, ja. Und die sind wirklich, wirklich lecker. Das hier ist eine Spezialität aus Hokkaido. Diese Butter-Sandwiches, die heißen Butter Sando, also Butter Sandwiches, beide. Das hier auch Press Butter Sand, Sand von Sandwich quasi. Ich weiß nicht, wir Deutschen würden nicht Sandwich zu so Cookie-Plätzchen oder sowas sagen, aber die sagen Sandwich, weil... Doppelkeks. Doppelkeks, okay, schau genau. Und das hier ist ein Sandwich. Der Taka meinte, das hier kennen alle Japaner. Und es ist wirklich, wirklich lecker. Also diese Rum-Rosinen-Kekse sind in Japan mega beliebt. Also jetzt nicht nur diese Sorte, sondern auch andere. Man kann die auch im Convenience Store und sowas finden. Aber wirklich sehr, sehr lecker. Ich weiß, dass es so Malaga-Eis und sowas gibt, was ja auch Rum-Rosinen und sowas ist. Ja. Aber dass es so als Plätzchen das geben würde, in Deutschland eher nicht, oder? Nein, finde ich nicht. Also, auch nicht. Doppelkekse gibt es hier natürlich mit verschiedenen Füllungen, also vor allem Schokolade. Ja. Oder wie die Oreo. Aber auch anderes Füllmoos. Ja, aber ich meine, Weihnachtsplätzchen gibt es ja auch, die doppelt sind mit Marmelade. Aber sind Beispiel. Immer mit Marmelade eigentlich. Schon, oder? Ja. Oder halt Prinzenrollen. Ja, genau. Ja, also genau. Doppelkekse, ja. Also. Wie meint ihr, verpackungsmäßig? Naja, das ist modern und das ist halt schön klassisch. Ne? Irgendwie, ja. Macht beides was. Das ist schon sehr modern, weil das quasi nichts über den Inhalt aussagt. Wieso steht? Butter. Okay, ja, aber das sagt schön auch nichts. Das sagt auch nur Butter und dann das ist so ein Kanji, das ich nicht lesen kann. Okay. Mit welchem wollt ihr anfangen? Mit dem. Achte, wir machen das hier so. Welche Hand? Welche Hand? Wer sagt? Du darfst sagen. Ding. Okay, hast du gewonnen? Nein, der Papa hat gewonnen. Also, wir fangen hier mit dem modernen Press Butter Sando an. Und in Japan, Plätzchen und solche, egal was in Plastik verpackt, ist immer alles einfach zu öffnen. Ja, hoffentlich. Hier so. Und dann sollte das ganz einfach aufgehen. Okay. Ja. So sieht das aus. Die Anfasskonsistenz ist schon ein bisschen anders als bei uns, die Kekse. Die sind alle so ein bisschen mehr bröselig, sag das ich mal. Während die hier eher kompakter aussehen, wie wenn es das Mehl oder was auch immer das ist, feiner wäre. Ich beiß jetzt einfach mal rein. Du darfst gerne mal abbeißen. Man kann hören, dass es ganz knusprig ist, oder? Sag mal, das wäre eine Süßigkeit, die ich mir... Sehr lecker. Von, oder? Auf jeden Fall in Japan. Genehmigen würde. Beschreib mal. Ich kenne das so Karamellkekse aus England oder Schottland. Ah, so mit Fudge und sowas. Ja, Fudge-Kekse. Die sind natürlich extrem... nein, fatschig, also wirklich karamellig. Ja, das ist nicht so viel Karamell drin. Ja. Das ist Karamell und Butter. Ja, genau. Halt schmeckt viel nach Butter also schmeckt, auch. Schmeckt sehr gut. Aber schmeckt sehr gut. Ja.
Ich liebe die, weil dieser Teig einfach so, der richtig gute, like, so crunchy ist. Ja. Also es gibt bei uns ja auch so Röllchen, diese komischen Röllchen. Die Schokoröllchen. Nein, eben nicht, sondern so ganz einfach, eben auch nur so Teig quasi, ohne Füllung. Ja, aber die sind anders von der Konsistenz. Nein, die sind genau wie dieser Teig. Und diese Prespadasando, das ist natürlich jetzt die ganz normale Füllung, eben mit dem Butter und Karamell, aber die haben dann noch saisonale Sachen, Füllungen. Mhm. Ich hatte auf der Webseite gestern nachgeschaut und dann gibt es irgendwelche Sachen mit Matcha zum Beispiel und dann im Herbst, wenn es halt so Kastanien oder sowas gibt, halt sowas. Sowas wird mitmachen. Schon, oder? Ja, kannst du mitbringen. Und ich wollte übrigens, wir haben die ja Geschenke gekriegt von den Eltern. Mhm. Ich habe schon ganz fleißig die zu Hause aufgegessen und ich dachte mir, ich esse die einfach, bevor wir nach Deutschland kommen. Und der Tucker meinte dann, stopp, du darfst nicht mehr weiter essen. Wir müssen das den Eltern mitbringen, damit sie es probieren können. Ich so, nein, no. Ja, die sind gut. Ja. Also mit anderer Füllung, mit Matcha, das würde mich schon sehr interessieren. Zweites probieren auch noch? Ja, natürlich. Dann darfst du das aufmachen. Das geht anders auf. Das hat hier das so, das zieht man ab und dann wickelt man das einmal so drumherum. Bei mir geht das nicht. Doch, das stimmt. Die Mutter macht immer alles kaputt. Nee, Mama. Drumherum. Ah, ja, fast. Beschreibt mal. Bisschen weich, viel Füllung. Riecht lecker nach Weihnachtsplätzchen irgendwie. Ja, ich finde, das riecht nach. Man kann Rum schon riechen. Ja, ja, oder? Genau. Ist ja auch im Weihnachtsplätzchen gibt es manchmal so Sachen wie die Rumkugeln, die wir gemacht haben. Genau. Jetzt probiere ich. Darfst du. Aufpassen, bröselt. Ja, gut. Sehr lecker. Beschreib mal. Schön weiche Konsistenz und die Füllung schmeckt sehr lecker nach Rumrosinen einfach. Genau, schmeckt stark nach Malaga-Eis. Schon, oder? Sehr gut. Aber die Konsistenz von den Plätzchen ist ja ganz, ganz anders als die von den anderen. Ja, das ist ganz weich und das andere ist ja mehr so, so crunchy. Das erinnert auch das, das erinnert mich eher an Kuchenteig. Ja. Oh. Für bestimmten Kuchen. Ja. Mhm. Also so Mürbekuchen. Mhm. Genau. Schon gut, ne? Mir schmeckt's auch. Sehr lecker. Dürft ihr öfters mitreden. Ich habe schon verstanden. Ganz, ganz laut und klar angekommen. Genau, genau. Wir machen mittlerweile eine lange Liste an Sachen, die ihr gut findet. Oder? Okay, also jetzt habt ihr die beiden Plätzchen probiert. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das hier ist Takas Favorite. Mhm. Das hier ist mein Favorite. Ja. Jetzt müssen sie sich entscheiden. Also meins ist auch das. Aber sie schmecken beide sehr gut. Schwer zu sagen. Also, wie immer, Papa kann sich nicht entscheiden. Ich will mich nicht entscheiden. Ich finde die beide sehr gut. Ja, ja, finde ich auch. Also wenn du mich vor die Wahl stellst, nehme ich beide. Okay. Ja, dann also haben wir gelernt, japanische Press Butter Sandwich und japanisches Lambesen Butter Sando. Beide sehr, sehr gut. Kommt sehr bei Deutschen gut. Sehr gut an. Ja. Bestimmt, ja. Also würde auch jedem anderen Deutschen wahrscheinlich schmecken, der in Richtung... Aber wenn ihr das jetzt so geschenkt kriegt und esst, würdet ihr sagen, das ist japanisch oder was ihr euch als japanisch vorstellt? Nein. Also, das erinnert euch an französisches Gebäck so ein bisschen. Ja. Ja. Also eher an französisches, sag ich mal, als an deutsches, ja. Ja, es ist nicht so... Genau, es ist nicht so wirklich deutsch. Nein. Wie wir Plätzchen machen würden oder so. Oder Kekse oder sowas. Ja. Ja, aber sehr lecker. Ja, schon. Kommen wir wieder. Ja, könnt ihr mitbringen. それでは、ここの動画の結論としては、両方ともすごい素晴らしくて美味しくて、また食べたいぐらいのものです。まあ、また買おうと思ってます。では、この動画を終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。
チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバイ。